Reinrennen, alles plätten und dann weiterziehen. Aber ich fürchte fast, so leicht wird es nicht werden. Gerling, Eidan. Gerling? Was haben wir mit Gerling verloren? Habe ich irgendwas verpasst gerade? Ach, nee, richtig. So. Ach ja, der Tempel ist immer noch zu. Was soll das heißen? Gilgorin ist nicht zu sprechen. Ich bin Abgesandter von höchster Stelle. Ich wiederhole es gerne nochmal. Bis Gilborin wieder zurück ist, bleibt das Viertel dicht. Ganz klare Angelegenheit, nichts daran zu rütteln. Da kann der Graf so viel Graf sein, wie er will. Wenn es um die Sicherheit des Zwergenviertels geht, haben wir das letzte Wort. Pah, so viel Engstirnigkeit ist mir während meiner ganzen Laufbahn ja noch nie untergekommen, aber gut, wie ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Doch ich warne euch, Graf Grubin wird über diese Neuigkeit alles andere als erfreut sein. Grubin kann in seiner Schnickenresidenz machen, was er will. Der Zugang bleibt jedenfalls dicht. Verschwindet endlich. Also sowas sturer als der sturste Maultier. Unfassbar. Einfach unfassbar. Geheimrat Gerling, bitte wartet. Was ist denn? Ich bin besch... Oh, ihr seid es. Verzeiht meine Unflätigkeit. Heute scheint nicht gerade mein Tag zu sein. Was verschafft mir die Ehre, nobler Streiter der Drachenqueste? Seid gegrüßt. Wir kommen gleich zum Kern der Sache. Mein Schicksal soll mich zur Burg Grimzahn führen, an Hofe Traldras von den Silberfällen. Man sagte mir, dass Selbiger sehr zurückgezogen lebt, abgeschottet von jedwedem Kontakt zur Grafschaft. Ihr solltet der Einzige sein, mit dem er jemals bereit war, Unterredungen zu führen. Stimmt das? Ja, das kann man wohl sagen. Traldar, dieser alte Sturkopf, er scheut die Nähe anderer. Verhandlungen mit ihm sind immer äußerst anstrengend und zeitraubend. Was genau führt euch denn zu dem alten Rittersmann? Ihr wisst doch von der Drachenqueste. Großes Unheil scheint in den Schatten zu gedeihen und Traldar ist im Besitz eines wichtigen Artefakts, welches das Orakel in meiner Obhut wissen will. Die Rede ist vom Auge des Drachen, nehme ich an. Ihr kennt es? Habt ihr es gesehen? Wisst ihr, wie man Traldar überzeugen könnte, es herauszugeben? Holla, immer mit der Ruhe. Ja, das Artefakt ist mir bekannt. Mit eigenen Augen gesehen habe ich es jedoch nicht. Es soll tief innerhalb der Mauer Burg Grimzahn verweilen, gesichert durch ein ausgeklügeltes System tödlichster Fallen. Falls ihr wirklich denkt, ihr könntet Traldar das Artefakt abschwatzen, so muss ich euch enttäuschen. Das haben schon etliche vor euch versucht und sind kläglichst gescheitert. Ähnlich sagte mir bereits der ehrwürdige Weißenfelser des Hesindeordens. Ach, der alte Ader schickt euch. Sieh an, sieh an. Da muss es wirklich wichtig sein. Er konnte mich nämlich noch nie leiden. Meine Art, Probleme anzugehen, liegt dem Guten nicht sonderlich. Er hat nie verstehen wollen, dass in Zeiten der Not nicht immer ehrliche und direkte Wege zur Rettung führen. Ihr wollt also nach Burg Grimzahn und das Artefakt zu holen, mit dem Wissen, dass Traldas euch nie aus freiem Willen aushändigen würde. Was zwangsläufig bedeutet, ihr müsstet stehlen. Was stehlen? Wovon sprecht ihr da? Hör mir zu, es gibt einen alten Geheimgang tief unten am Fuß der Burg. Ich musste ihn schon des Öfteren benutzen. Wisst ihr, meine Statur ist nicht dafür geschaffen, sich durch solch enge Gänge zu quetschen, doch manch Verhandlung gebietet der strengsten Geheimhaltung. Ah, nähert euch im Süden, entlang der Klippen, bis ihr auf einen gewundenen Pfad kommt. Dort findet ihr einen geheimen Zugang, der euch ins Innere der Burg und somit in die Nähe des Artefakts bringen wird. Bedenkt aber dabei immer, dass dieser Ort strengstens bewacht und durch tödliche Fallen gesichert ist. Okay. Hab Dank. Wenn die Weisungen des Orakels zutreffen, dann stehen wir alle in eurer Schuld. Um einen Gefallen muss ich euch jedoch ersuchen. Bitte erwähnt niemanden gegenüber, dass ich es war, der euch von der Existenz dieses Zugangs wissen ließ. Nur für den Fall, dass ihr gefragt werdet. Noch etwas. In den Bergen um Burg Grimzahn wurden in letzter Zeit marodierende Orkbanden gesichtet. Haltet also mit Vorsicht auf eurem Weg dorthin. Solltet ihr noch schlagkräftige Hilfe brauchen, wüsste ich da jemanden zu empfehlen.
Nasreddin. Oh, ein kampfstarker Söldner sollte sich im Augenblick hier im Hafen aufhalten. Er hat mich in der Vergangenheit schon aus so mancher brenzligen Situation herausgekämpft. Sehr zu empfehlen, dieser Novadi. Viel Glück. Ah, okay. Sehr schön. Da haben wir gleich nochmal ein Trefferchen gelandet. So, und jetzt speichere ich lieber nochmal ab, bevor wir uns jetzt den ganzen Sermon dann nochmal anhören dürfen. Wenn wir es da bei der Amazonen-Ding sie vergeigen, das wäre etwas ungeil. So. Ja, Jost. So, gut. Ah, er kann... Sekarian. Holla. Hallo. Da seid ihr ja endlich. Ich habe die goldene Lanze nicht aus den Augen gelassen. Sagt eure Mitstreiter, was wollen die hier? Sie sind nicht erwünscht. Ich, Rolana und ihr dürfen diesen Kampf beistreiten. Es gibt Dinge, die es zu befolgen gilt, wenn wir unseren Schwur im Sinne der Göttin erfüllen wollen. Hä? Du wirst mich verkohlen. Na gut. Oh, verzeiht. Ich bin wohl ab und an mit den Gedanken in der Ferne. Dann werde ich mich dort... Okay, und tschüss. Wir müssen... Was gibt's denn? Na, schön. Okay. Ich hoffe mal, dass das nicht schief geht. Nein. Naja. Sei es drum. Magdalenate wurde aktualisiert. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, okay, wir können sie nicht direkt steuern. Aber wir können benutzen. Und wir können das benutzen und wir können das erstmal benutzen als kleine Vorabregel. Ich nehme die Sache in die Hand. Schön schummrig hier. Ja, und die müssen wir natürlich ansprechen und können sie nicht gleich aus der Ferne. Ah, endlich lerne ich die berühmte Rolana kennen. Aidan, du hast dir viel Zeit gelassen. Oh oh. Was ist mein Name? Was geht hier vor? Redet! Sieht ganz nach einer Falle aus. Aidan, Schwester! Ich habe sie euch gebracht, Meisterin, wie ihr es befohlen habt. Doch nö. Und glaubst du noch immer, dass sie sich uns anschließen wird? Anschließen? Niemals! Alter, ich kann nur für dich hoffen, dass du eine gute Erklärung für das alles hier hast. Ha, den Ruf, den ich seinerzeit den Kuchkum vernahm, war nicht der gleiche, der dir zuteil ward. Es war Belhala, der mir die Wahrheit vor Augen führte und mir gezeigt hat, dass die Göttin uns doch schon vor langem verlassen hat. Besser sich den lodernden Feuern anzuschließen, als der verglommenen Glut vergangener Zeiten nachzutrauern. Du sprichst im Fieber, Aidan. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Schwester, du begreifst nicht. Die Flammen, in denen Kurkum unterging, haben mir den wahren Pfad offenbart. Die Lehren Belhalas. Wenn du die ersten Schritte begonnen hast, wirst du auch verstehen. Lasse dein verblendetes Bild der Löwen fahren und blicke der Wirklichkeit entgegen. Du bist diejenige, die verblendet ist, Aidan, denn du kannst nicht hinter den Schleier der Flammen Kurkums blicken und begreifst nicht, welcher Abgrund sich für dich auftut, wenn du den falschen Weg weitergehst, bei Rondra. Kämpfe nicht dagegen an, junge Schwester, entfessle die Kraft deiner wahren Feinde zu erkennen und zu vernichten. Nur unter dem Banner der Magdalenata wird sich dein Schicksal erfüllen. Deine letzte Prüfung wartet auf dich, Rolana. Töte Xortomsch und empfange die Weinen Belhalas und erfahre, was wahre Stärke bedeutet. Alles wird besser sein als früher. Hör nicht auf sie, Rolana. Sei stark und folge dem tapferen Ruf deines Herzens bei Angrosch. Hau ihr eine auf die Zwiebel. Meine letzte Prüfung. Ich habe nie verstanden, was die Göttin im Tempel mir als letzte Aufgabe prophezeite, als sie mir dort in Kuchkum erschien. Egal welchen Schmerz dein Verrat für mich auch bedeutet, ich werde mich niemals von Rondra abwenden. Wenn du dich nicht eines anderen besinnst, steht mein Schwert gegen deines, Aidan.
Auch für Unbelehrbarkeit hat Belhalla ein Heilmittel. Dann folgt dem Ruf deiner tapferen Löwen-Rulaner in den Tod. Magdalenatas, zeigt euch zu den Waffen. Ach nö, für Belhalla. Scheiße. Wie viel hat die? 45 und die hier hat auch 45. So, dann müssen Amazone voraus. Erstmal. Gehen wir mal auf Angriff. Au. Da wechseln wir lieber auf die normalen Bolzen wieder. Ich mach das schon. Finte. Au. Scheiß Knockdown. Au. Ja, sag mal. Das ist aber nicht nett, was ihr da macht. Toll. Ja, ich würde ganz gerne abhauen. Hey! Ist so! Puh. Wo waren wir denn? Ach, genau, laden. So. Hey, so eine Scheiße. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach, damit wir das angehen können. Also nur mit Rulana. Nee, ich glaube, ich lasse den Quest erstmal lieber. Frage ist, da haben wir doch sonst noch jede Menge. Okay. Also wir sollten, glaube ich, mal ein paar Pünktchen ausgeben, wie scheint. Das wäre anzuraten. Ja, wär ganz gut. Ich versuche mein Bestes. So. Meint ihr? Ich meine schon. So, aber wo waren jetzt nochmal die Quests? Griff einen, das Auge des Drachen, suche Gerling auf. Haben wir sonst noch? Okay, für eine Handvoll Dukaten. Sein Schein brummt, der Schein auf Laran. Für den Kundigen. Der Unglücksrabe findet den Handschmeichler. Okay, Rattenplage können wir auch machen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal runter und kümmern uns um den Handschmeichler. So. Die Frage ist, wo war denn der nochmal? Da ist schon auf. Ah. Moment mal, wir konnten doch noch. Wo war die Kaserne? Irgendwo hier ging es doch da in die Kaserne rein, wenn ich mich nicht schwer täusche. Und das tue ich meistens. Ist das hier die Kaserne? Sieht zumindest auf der Karte ein bisschen danach aus, aber ich kann mich auch täuschen. Nee, hier sieht's richtig aus. Genau, Bala Dorkenschmidt, die kennen wir. Den Erland, den kennen wir auch. Hallo, Bala. Hallo, nett von euch, dass ihr mich... Okay, so. Was kann man denn lernen? Fechtwaffen, Schwerter, Speere, Stäbe, Zweihand, Finte, Wuchtschlag, Niederwerfen, Befreiungsschlag, Der kann Meisterparade? Okay. Ausdauer 1. Rüstungsgewöhnung.
Schildkampf 2 hat er auch schon. Wahnsinn. Ja. Fähigkeit erlernen. So, und ausweichen. Das kriegt der auch mal. Gut, gut. Ja. Rüstungsgewöhnung 2 kann er nicht. Schildkampf kann er nicht. Wird er auch nicht brauchen. Ausdauer. Rüstungsgewöhnung braucht er eigentlich nicht. Er ist Magier. Schildkampf braucht er auch nicht. Dass der garantiert nicht getroffen wird. Defensiver Kampfstil, offensiver Kampfstil. Okay. Ja, dann kriegt er den auch mal mit. Finte kann er. Okay. Wuchtschlag kann man den mit Stäben auch. Tatsache, mit Stäben geht auch. Wunderbar, dann kriegt er den auch mit. So.